Na gut, er schafft es halt nicht. Ich war hundertprozentig schon extrem dicht. Also das ist nervig, das ist dezent nervig. Ich hol ihn da raus. Und da bin ich aber gespannt, ob wir ihn da rauskriegen. Wir haben auf jeden Fall wieder einen neuen Kontrollpunkt. Das ist natürlich geil. Ah, sprinten wir durch. Ich habe hundertprozentig keine Chance, die irgendwie auszuschalten. Dr. Malikov? Sind, die ausgerottet werden muss. Dabei sind wir die Zukunft der Menschheit. Ihr denkt, dass dieser Planet euch gehört, aber er ist unser. Er gehörte uns lange, bevor ihr aufrecht gehen konntet. Und so wird es jetzt wieder sein. Schon bald wird euer Himmel mit unseren Sternen leuchten und die Erde wird erzittern. Und erst dann werdet ihr wirklich erfahren, was es heißt zu leiden. Wir brauchen die Inhibitorenbehandlung, Nathan. Sie sind verwundbar. Er lässt uns am Leben. Warum? Da lang. Wir müssen uns beeilen. Ich erkläre es Ihnen unterwegs. Okay, wir sind... Außerhalb des Geländes ist noch ein ausgegrabener Turm. Wir müssen ihn unbedingt sofort erreichen. Haben Sie ein Flugzeug? Wir haben zwei, aber wir müssen jetzt los, Doktor. Nein, das ist eine sehr alte Bestienart. Ich halte sie für die ursprüngliche Spezies in ihrer reinsten Form. Ist das eine neue Bestienart? Wenn ich in den Turm komme, kann ich es vielleicht noch verhindern. Auf diesen Kreaturen, diesen reinen Bestien, basierten meine Forschungen. Bei meinen ersten Experimenten in Russland, sie nennen sie Spalter, konnte ich den Prozess nicht perfektionieren. Aber das ist eine lange Geschichte. Wir müssen weiter. Okay. Cool. Also ich habe die Türschlösser verschlüsselt. Das dürfte sie aufhalten. Also man bekommt gerade echt viel Information. Finde ich persönlich sehr, sehr geil. So. Okay. So. Ah, natürlich kommst du auch noch hier rein, oder was? Scharfschütze? Stimmt, ich kann ja damit durchschießen. Ich habe ja eine Bohrer. Aber der kann sich da ruhig verbacken. Ich will erstmal den Typen hier haben. Und dann können wir den da übernehmen. Okay. Nur Primärmunition. Ich behalte den Bohrer noch, weil ich weiß nicht, ob man die Waffen noch gebrauchen kann. Wie der Kontrollpunkt, wie gesagt. Die Kontrollpunkte sind sehr, sehr geil gesetzt. Also, warum hat er sie verschont? Mich zu verschonen ist wohl seine Rache. Sein Erschaffer soll den ultimativen Triumph der Bestien sehen. Sein Erschaffer? Während Projekt Abraham entnahm ich Genmaterial von den reinen Bestien hier. Ich verabreichte es zwei Menschen. Den ersten kannten sie. Private Jordan Shepherd.
Sie nennen ihn jetzt in Daedalus. Und der zweite? Wir bestimmt. Sie wissen es doch schon. Es sind, ja. Es sind wir. An denen. Okay. Es funktioniert. Hier sind wir sicher. So, was jetzt? Jetzt, das ist eine gute Frage. Ey, wie macht man das Ding denn kaputt? Frage ich mich. Weil an sich... Haut das Ding jetzt ab. Okay. Naja, wahrscheinlich nicht für lange. Wahrscheinlich eher nur so eine Kurzzeitwirkung. Schwarm bewegt sich weg. Glauben Sie, das ist eine Falle? Nein. Ich glaube, er gibt auf. Zumindest fürs Erste. Los, hier lang. Das glaube ich irgendwie nicht. Aber ich finde interessant, was Malikov uns gerade so teilweise zu erzählen hat. Okay. Ja, die Brücke fährt raus. Gut, das ist unser Weg hier raus. Was ist denn eine Brücke? Ach, die Brücke. Na, wann kommt der Schwarm? Ja, ist ja okay. Zurück zum Generator. Zurück, schnell. Huhui. Weil man kann da drauf schießen und... Oh. Und man kriegt nicht alle kaputt. Weil man kriegt man überhaupt einen kaputt? Ich glaube nicht. Das ist es ja. Das macht uns ja... Ja, wahrscheinlich einfach... Das ist ja gerade das große Problem. Der Schwarm selbst ist recht schlau. Er weiß, dass nicht der Fall ist. Er wartet, bis wir auf seine Ebene kommen. Vorwärts. Hä? Wie? Vorwärts. Okay. Müssen wir jetzt einfach vor dem Schwarm wegsprinten oder was? Na gut, eine andere Variante gibt es doch sowieso nicht, die wir rein theoretisch machen können. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Ich glaube, die Generatoren sind der Schlüssel, ihn zu besiegen. Los, beeilen wir uns. Ist mir egal. Was? Ich wollte sagen, ist mir relativ egal, wie wir das Ding besiegen. Ich will hier raus. Aus 29 Symbolen verwendet. Jede Kombination auszuprobieren würde 5,8 Milliarden Jahre dauern. Ich habe eine Reihe von Mustern hinter diesen Kombinationen entdeckt. Als ich die verstanden hatte, konnte ich den Turm selbst steuern. Okay. Eine Falle, bereit zum Feuern. Achso, da, ja. Naja. Ja. Kommen die zu mir rüber gesprintet? Ja. Aber interessant, dass der Typ echt hilfreich ist. Das muss man einfach mal so sagen. Normalerweise ist ein NPC, ja gut, einfach oftmals so eine Last. Aber der ist hier, muss man leider so sagen, echt gut. Der ist echt nicht übel. Aber der hilft gerade echt gut mit, die Leute. Okay, der Wüster. So. Komm her, Sau. Sind wir mal ein bisschen ebenbürtig. Bei mir? Ach da. Jetzt sind wir mal ebenbürtig. Ich würde auch ganz gerne noch zumindest einmal Munition mitnehmen. Kontrollen tot. Er sollte nicht ausgeschaltet werden.
Deswegen also müssen Sie nach Chicago. Genau. Der Turm in Chicago liegt im grauen Bereich. Es wäre Irrsinn, dorthin zu gehen. Darum würde er nicht mit uns rechnen. Mhm. Da ist er. Der Aufzug führt an die Oberfläche. Diesmal wird der Schwarm nicht aufgeben. Wer weiß, dass wir in der Falle sitzen. Ja, denn... Ja, wie, Kollege? Wie? Ist die Frage. Wo sind wir denn jetzt hin? Da. Nathan, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann die drei Generatoren von hier steuern. Also locke ich den Schwarm in einen inaktiven Generator. Ja, aber Sie müssen ihn nah herankommen lassen. Wenn die Elektrizität nicht den erwarteten Effekt hat... Das Risiko müssen wir eingehen. Okay. Das heißt, ich soll jetzt mit dem umherlaufen, oder wie? Und mit dem Fahrstuhl runterfahren. Ja, war klar. Na, ich bin immer gespannt, ob das funktioniert. Ob er damit das Ding rösten kann. Karabine. Komm ich da jetzt rüber? Achso, oldschool. Interessant, dass man hier noch... Oh! Eine alte Passage drin hat. Das war ja auch in Teil 1 so. Ups. Impulskanone. Ja, machen wir mal Impulskanone. Nathan, der Schwarm weiß, wo Sie sind. Laufen Sie zum ersten Generator. Ich hoffe mal, ich bin im ersten Generator. Ja, doch, ich bin im ersten Generator. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Komm her. Da muss ich rausgehen, damit er hier reinkommt. Ja, komm. Komm rein. Kann ich mich catchen lassen von denen? Ja. Sehr geil. Ja, mache ich. Bin unterwegs. Okay, sehr interessant, dass man es halt so regeln muss. Warum nicht? Na komm. Ja, der ist schon mal ein bisschen kleiner gewesen. Na komm. Zack. Nee, okay, müssen wir kurz stehen bleiben drinne. So. Also ich bin ja mal echt gespannt, ob der Schwarm... Ja. Ob wir halt wirklich nochmal irgendwie... ich sag mal, stärker gegen ihn kämpfen müssen oder sowas. Ja. So, Kontrollpunkt. Okay. Aber... Fliegenklatscher. Aber ich weiß nicht. Soll der jetzt damit ausgeschaltet sein? Ich glaube irgendwie nicht. Na gut, wenn es halt ausreicht. Warum nicht? Nimm ich so mit. Ganz klar. Mal gucken, was... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wenn er die anderen Türme aktiviert, können wir die Transformation nicht mehr aufhalten. Die Transformation? Diese Türme sind Millionen von Jahren alt, Nathan. Ihre Architekten sind lange tot und ihr Zweck wurde nicht erfüllt. Durch die Schöpfung von Daedalus löste ich unwissentlich eine Kette schrecklicher Ereignisse aus, die zu dem gleichen Ende führt, dass unserer Welt einst erspart blieb. Die Bestien haben uns noch nicht besiegt. Aber wenn Daedalus nicht aufgehalten wird, ist unser Schicksal unabwendbar. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, was der gute Mal... bittet um sofortige Evakuierung. Was der gute Malikov zu sagen hat. Sentinel-Team steht bereit zur Evakuierung. Ankunft in circa 90 Sekunden. Okay. 1,5 Minuten. Sollte jetzt nicht so ein Problem sein, würde ich mal sagen. Mal meinen. Ich wechsle mal lieber wieder die Waffe. Hier, Haymaker. Nähere
gezählt und... Scheiße! Rückzug! Rückzug! Ein Titan hat mich im Visier! Titan? Was ist denn das jetzt? Ich gehe runter! Wiederhole! Gehe runter! Weg da! Okay.